So, liebe Minecrafter, hier ist wieder NetPilgrim zu der nächsten Folge seines Let's Play Minecraft. Wie ihr seht, ist die Brücke mittlerweile hier fertig geworden. Tja, leider konntet ihr mal wieder nicht zuschauen. Camtasia macht mir momentan ein paar Probleme. Die Aufnahme, in der ich die Brücke gebaut habe und auch noch andere Dinge gebaut habe, da oben nämlich, das zeige ich euch gleich, aber hier könnt ihr es schon mal so ansatzweise sehen. Die Aufnahme ging mal wieder flöten mit Bild und Ton, also teilweise. Ich habe ja die 5 Minuten, die noch da sind, in der Folge 43,5 zusammengefasst. Und ja, that's it. Gut, dann werde ich hier ein paar... Die Folge heißt ja Korrekturen. Korrekturen machen. Das heißt, ich muss ein bisschen korrigieren. Zum Beispiel möchte ich hier diesem Dschungelbaum etwas mehr Platz verschaffen, damit er auch in aller Freundlichkeit, in allem Frieden wachsen kann. Und ich glaube, dafür muss dieser kleine Baum zumindest mal weg, nur zur Sicherheit. Und auch drinnen muss ich ein paar Sachen korrigieren, die so nicht funktionieren werden. So. Und bei der Gelegenheit werde ich dann, ich habe nämlich gerade noch mehr Setzlinge, hier entlang direkt noch mehr pflanzen, weil das dauert ja ewig, bis die hochkommen. Ich habe da jetzt einen gepflanzt, der groß werden soll. Dann habe ich hier einen, der ist schon groß. Aber da hinten, da muss noch was hin. Ja, also ich habe, wie gesagt, Camtasia-Probleme und ich weiß nicht warum, aber es war wahrscheinlich einfach nur Pech und die letzte Zeit. Und ich hoffe einfach mal, dass, ja, sich das Ganze wieder legt demnächst. Und da haben wir doch tatsächlich einen Ocelot, der... Da haben wir zwei Ocelots. Ja, das ist ja faszinierend. Zwei Ocelots, die in meinem Garten rumturnen. Das ist sehr faszinierend. Wie auch immer die da hinkommen. Also ich habe die ganze Zeit nach Ocelots gesucht, keine waren da und jetzt ständig irgendwo welche. Also das ist ja Wahnsinn hier. Gut, wie gesagt, ich würde gerne Ocelots fangen, ohne sie zu zähmen. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll. Eigentlich wollte ich sie umzäunen, aber ich habe kaum Zäune dabei. Und wenn ich da jetzt hinlaufe, naja, fliehen sie in meinen Garten. Das ist schon mal eine. Das ist schon mal ein Versuch wert. So, einen habe ich schon mal in meinem Garten. Prima. Jetzt muss ich noch den anderen in meinen Garten kriegen und der fällt da runter. Ja, der fällt da runter. Bedeutet, ich habe ihn. Der fällt da runter. Bedeutet, ich habe ihn. Weil jetzt kommt er da nicht mehr so leicht hoch. Jetzt kommt er da nicht mehr so leicht hoch. Jetzt kommt er da nicht mehr so leicht hoch. Ich tue nämlich einfach hier ihm den Ausgang versperren. So. Hallo Ocelot. Ja, du würdest gern fliehen, kannst du aber nicht, ne? Hallo Mietz Mietz. Schau mal, ich habe sogar Fisch in der Hand. Ja, da guckst du, ne? Ja, prima. Ich habe einen Ocelot ungezähmt. Da ist er. Und, ja. Jetzt hat er gemerkt, dass er fliehen sollte. Aber er kann nicht. Er kann nicht fliehen. Wo soll er hinfliehen? Sehr schön. Das war aber eine glückliche Fügung hier. So. Er könnte unten in die verlassene Mine fliehen. Ja, jetzt müssen wir ihn hier irgendwie nur noch, ja, wir brauchen ihn nicht einkäfigen, weil der bleibt ja jetzt hier. Wo soll er hin? Ne? Wir haben einen Ocelot, der ungezähmt ist. Und vielleicht schaffen wir irgendwie noch den anderen hierher oder auch nicht. Gut, aber das sind nicht die Korrekturen, die ich machen wollte, irgendwie. Ja, da ist... Ist da gerade der andere runtergefallen? Hä? Irgendwie wurde gerade noch einer angezeigt. Da würde gerade noch eine angezeigt, aber so wie es scheint, ja, da sind zwei Stück. Zwei Ocelots im Graben, die hier gefangen sind und die hier, na, die kommen immer noch leicht genug raus. Tja, wie mache ich das jetzt? Ich fürchte, da gibt es erstmal nur einen Weg. Ich muss hier die ganzen
Ranken außenrum nach oben abkappen. Au. Gut, ja, die ganzen Ranken abkappen. Das wird gar nicht so einfach, aber dann habe ich Ocelots. Und zwar echte Ocelots. So, hier ist eine Ranke. Die muss abgekappt werden. So. Abgekappt. Perfekt. Dann hier eine abzukappende Ranke. Hier. Da. Hier. Nein, ich will... Da will ich einen Erdblock hin. Und da. Da. Und da, da, da. Und da. Perfekt. Perfektissimo. Jetzt leckt sie gerade ein bisschen. Komm, 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 auf zu lecken. So, und jetzt... verschwinden die Ocelots in der Mine. Verschwinden in der Mine. Warum machen die das? Irgendwann läufst du in eine Sackgasse. Irgendwann läufst du in eine Sackgasse. Jetzt zum Beispiel. Du läufst noch in eine Sackgasse. Boah, es ist hier dunkel, ey. Ich glaube, da manchmal Licht. Du läufst noch in eine Sackgasse. Hehehe. Da war eine. Ja, der hat's gemerkt. Er hat es gemerkt, dass er in der Sackgasse gelaufen ist. Komm, du her. Komm. Ja, jetzt bist du in einer Sackgasse. Oder? Ist das eine Sackgasse? Nein. Bist du nicht? Hm. Tja, jetzt habe ich einen Höhlen-Ocelot. Der zurückrennt. Ich jage dem Ocelot hinterher. Ich glaube, jetzt ist er in einer Sackgasse. Ich glaube, jetzt ist er in einer Sackgasse. Ja. Gut, ich habe einen Ocelot gefangen. Ich werde ihn bei Zeiten da mal rausholen. Was hat er das? Ist er jetzt rausgeflitscht? Das ist jetzt aber merkwürdig. Jetzt habe ich einen Ocelot. Ging doch. Nur noch wieder rausfinden. Okay, wir haben ja jede Menge Holz dabei. Fantastisch. Und eine Werkbank. Jede Menge Holz und eine Werkbank. Und genau, erstmal hier. Erstmal hier. So. Prima. Ich habe einen Ocelot. Ein Ocelot zu Ocelot. Also kein Ocelot. Da hinten ist ein Creeper. Ja, da hinten ist ein Creeper. Stört mich aber erstmal nicht, weil jetzt muss ich einfach nur hier raus. Jetzt muss ich einfach nur hier raus. Hier raus. So. Okay. So. So, da bin ich wieder. Und zwar muss ich gucken, wie lange ich schon habe. Ich habe nämlich vergessen, die Uhr zu stellen. So. Oh! Ja, was ist das denn? Das wusste ich ja noch gar nicht. In 132 sind Schilder stapelbar. Juhu! Ja, wie geil ist das denn? Endlich! Das hat aber auch gedauert. Ach, alter Schwede. So, Ocelot.
Da kam ich nicht her. Okay. Dann... Ocelot. Nach rechts. So. Ja, übrigens, die Folge ist ja jetzt ganz klar umgetauft worden, ne? Das habt ihr wohl auch gemerkt. Ah, genau, da ist er hingerannt. Und... Ja, also ganz klar umgetauft worden in Höhlen-Ocelot. Ich denke, es ist auch klar, warum. Ne? Ich glaube, ich kam auch hierher. Ja, ja, das war, glaube ich, die erste Fackel, die ich gesetzt habe. Genau, hier bei den Pilzen. Genau. Haha, schick. Ja, die Korrekturen mache ich dann nächste Folge. Ocelot. Ah, wie geil ist das denn? Das ist so genial. Das ist so genial. Da oben ist irgendwo der Hühner Canyon. Nur wo kam ich her? Irgendwo von oben bin ich irgendwo runtergesprungen. Da! Da kam ich her. Da kam ich her. Perfekt. So, ich habe Leitern. Ja, ich habe immer Leitern dabei. Alte Minecraft-Weisheit. Gehe nie ohne Leitern aus dem Haus. So. Wow, 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 wow. Enderman ohne Rüstung habe ich ihn fast zu Hause. Jetzt nicht lecken. Hallo, Enderman. Ja, oh, ja. Teleportier dich doch mal hier hin. Sollte was essen? So. Ne, dann kann er sich hier rein teleportieren. Ja, komm her. Ja, wo bist du, lieber Enderman? Ja, wo bist du denn? Ja, hier ist es eng für dich, ne? So, aber bei der Gelegenheit kann ich hier ein Schild hinsetzen, und zwar... dass es hier zum Ocelot geht. Da runter. Genau. So. So, dann lassen wir den Enderman mal hinter uns kommen. Ja, leck doch, leck doch, leck doch, leck doch. Juhu! Komm. Keine Perle für mich? Oh. Okay, aber ich brauche eine Rüstung. Und natürlich brauche ich eine Lederrüstung. Es kann nicht sein, dass man im Dschungel mit einer normalen Rüstung rumläuft. So, ich habe einen Ocelot. Und der andere ist, glaube ich, weg hier. Wie es scheint. Wo er noch immer ja verschwunden ist. Wahrscheinlich ist er auch in die Höhle verschwunden. Aber ich habe jetzt einen Ocelot. Und wenn der da drin nicht despawnt, was ich glaube, dass Ocelots nicht tun, dann... Oder? Ist die Frage, wie spawnen Ocelots? Ich werde es feststellen in einer meiner nächsten Folgen, ob dieser Höhlen-Ocelotte despawnt oder nicht. So, hopp. Da gehen wir hoch. 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 So, Mau hat's gemacht. Mau hat's gemacht. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, ist hier in meinem Garten nichts gespawnt. Während drumherum jede Menge gespawnt ist. Also bisweilen sieht's hier gut aus. Hier ist nichts. Hier ist nirgendwo was gespawnt. Ja, prima. So muss das sein. Ja. Und die Korrekturmaßnahmen, die gibt es dann die nächste Folge. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Ha! Cool, ich habe einen Ocelot. Ocelot, also keine Katze, sondern ich habe wirklich einen Ocelot gefangen. Ja. Wenn man bedenkt, was ich für Probleme habe, die erste Mieze zu zähmen. Und jetzt ist es mir sogar gelungen, einen ungezähmt zu fangen. Mein lieber Schwan. Naja, macht's gut. Tschüss.